Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir machen die nächste und letzte Bonus-Episode in der dunklen Zukunft. Reptane, der aus der Zukunft kam, um die Lähmung des Planeten zu verhindern. Er sammelte die Zahnräder der Zeit, gemeinsam mit Dragon und Doki. Zusammen erreichten sie den Zeitturm von Dialga. Dort angekommen. Das lasse ich. Ihr werdet niemals die Geschichte ändern. Ja. Reptane. Du hast Doki geschützt, Reptane. Das hat dir Zwerg schwer zugesetzt. Sehr gut. Du trittst als erster ab. Was machst du? Zwerfetzt. Ich nehme dich mit mir. Wir gehen zurück in die Zukunft. Was? Doki, es liegt jetzt an dir. Das sind Zahnräder der Zeit. Okay, Team. Das Regenbogensteinschiff ist abfahrbereit. Was geschieht hier? Dragon. Ende der Fahnenstange. Ich nehme 12 Winst. Mit dir in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals mehr hierher zurückkommen. Pass gut auf Doki auf. Versprich mir das. Ja, aber deinen Platz einnehmen, Red Dame? Das kann ich nicht. Du musst und du wirst. Weil du es kannst, Dragon. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Gut, lass mich los. Lass mich gehen. Wir sind fast da. Ruhe. Doki. Lebe wohl, Doki. Ich bin froh, dich gekannt zu haben. Auch wenn die Trennung schmerzt. Der Rest liegt in deiner Hand. Reptane. Entschuldige die Verzögerung, Zwerfinst. Die Mission vertraute er seinen Freunden an. Dann kehrte Reptane in die Zukunft zurück. Reptane, warum? Reptane. Doki und Dragon. Sie versuchten verzweifelt, ihre Sorge zu unterdrücken. Hey Doki, wir müssen das Reptane zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm. Ja. Das waren ihre Empfindungen. Und so machten sie sich auf den Weg zu ihrem letzten Abenteuer. Aber es sollte anders kommen. Nachdem er mit Zwölfenst in die Zukunft zurückgekehrt war. Da erwachte Reptane. Bonus-Episode 5. In der dunklen Zukunft. Zwölfens. Ist das hier die Zukunft? Wieder zurück. Diese Welt voller Dunkelheit. Aber Zwölfens und ich sind wohl gar nicht verschwunden. Und die Zukunft ist immer noch ein dunkler Ort. Bedeutet das, wurde die Geschichte noch nicht geändert? Sag bloß, die Lähmung des Planeten aufzuhalten. Sind Doki und Dragon etwa gescheitert? Nein, das kann nicht sein. Anscheinend haben sie es nur noch nicht vollbracht. Die Auswirkungen der geänderten Geschichte werden sicherlich bald spürbar sein. Ich habe sie wohl einfach noch nicht erkannt. Er bemerkt. Auf jeden Fall, ich kann eh nur versuchen, fest daran zu glauben. Doki, Dragon, bitte, seid erfolgreich. Tut es für mich. Ich glaube an euch beide. Ich tue es. Ich tue ja, was ich kann. Na, meine Verletzung vom Kampf gegen Zwölfenst tut immer noch weh. Zobiris. Sie haben mich schon aufgespürt. Ich muss hier weg, so schnell wie möglich. Zwölfenst. Reptane.
Reptane, du! Ja. Ja, anscheinend hat dich unser Kampf auch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Sei nicht zu hart mit dir selbst. Du, Reptane! Ist das die Zukunft? Ich wusste, ich würde genau hier zurückkehren. In diese Welt. Ja. Nee. Immerhin habe ich nicht. Ich habe nicht gegen dich verloren. Reptane und Doki. Ich konnte euch nicht aufhalten. Nee. Aber warum? Ich möchte nicht verschwinden. Das ist alles. Ich möchte nicht verschwinden. Aber warum hast du? Ja, du hast doch die Welt in der Vergangenheit gesehen, nicht wahr? Die Anmut eines Sonnenaufgangs. Die Friedlichkeit eines sanften, lauen Luftzugs. In dieser dunklen Welt hingegen gibt es keine Hoffnung mehr. Das genügt, um einem das Herz zu brechen. Ich möchte auch nicht verschwinden. Aber wenn die Chance besteht, den Ablauf der Geschichte zu verändern, dann bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Würden wir verschwinden, dann wäre das im Sinne der Zukunft aller. Allen und allem wäre von jenem Augenblick ein Geschenk gemacht worden. Die Möglichkeit, ein Neuanfang. Nein, Neuanfang. Beobachtungen über den Zustand des Planeten zufolge waren fast alle mit der Maßnahme einverstanden. Nur die wenigen, deren Herzen schon dunkel und vertrocknet waren, bildeten da eine Ausnahme. Alle waren einverstanden, die Welt der Dunkelheit zu verändern. Und alle sind dafür bereit. Also triff die richtige Entscheidung und gib auf. Wohin wirst du gehen? Die Zubiris haben mich schon aufgespürt. Vorhin, während einer Ohnmacht. Deine Niederlage. Sie werden Schattendiäger wohl davon berichten. Wenn das geschieht, dürfte Schattendiäger Plan B einleiten. Aber um einen neuen Gehilfen in die Welt der Vergangenheit zu senden. Dazu braucht die Jäger etwas Zeit. Es muss erst seine Kräfte sammeln. Deswegen werde ich jetzt aufbrechen und mich ihm im Kampf stellen. Ich gehe zum Zeitturm. Dort stelle ich mich Schattendiäger entgegen. Und glaubst du wirklich, du hast deine Chance, Meister Jäger zu besiegen? Du bist immer noch angeschlagen von unserem Kampf. Du solltest wirklich in perfekter Verfassung sein, um überhaupt an eine derartige gewaltige Herausforderung zu denken. Das ist gefährlich. Du hast keine Chance, wenn du es in deiner jetzigen Verfassung tust. Ich weiß bereits, dass ich nicht gewinnen kann. Was? Bis Doki und Dragon wirklich den Verlauf der Geschichte ändern. Bis die Auswirkungen dieser Veränderung am Verlauf der Geschichte in dieser dunklen Welt spürbar werden. Bis dahin möchte ich ihnen etwas Zeit verschaffen. Also geh mir aus dem Weg. Ich. Das werde ich nicht zulassen. Oje. Noch zu schwach. Kann mich nicht bewegen. Aber Reptane kann nicht einfach tun und lassen, was er will. So habe ich Zwölfens gar nicht gesprochen, fällt mir gerade auf, oder? Egal, so spreche ich ihn jetzt weiter. Die Bonus-Episode in der dunklen Zukunft mit Reptane in der Hauptrolle. Du wirst die Geschichte mit Reptane als spielbaren Charakter bestreiten. Jo. Karktal. Reptanes Attacken, Absorber, Ruckzuckib, Laubklinge und Schaufler. Wir machen mal Laubklinge. Alter, Reptane ist strong, Alter. Er ist so gut. Schade, dass man Reptane später nicht als Teampartner haben kann. Es war so schön. Ich hätte Reptane so gern als Teampartner. Ich finde dieses Pokémon Reptane auch einfach übel geil. Ohne Witz, ich liebe dieses Pokémon. Es ist super geil. Er ist cool. Gewaltro zum Beispiel finde ich da wieder nicht so geil, aber Reptane ist einfach gut. Ich weiß nicht, so vom Artstyle her finde ich ihn super geil. Ich weiß nicht, so von seinen Bewegungen her in Mystery Dungeon hier zum Beispiel auch super. Eieiei. Was mache ich? Wir haben nichts. Verdammt. Nein, daneben. Erstauner, okay. 24. Mega Sauger. Okay, ich muss mal versuchen, einen Absorber zu treffen. Ich muss es. Nein! Okay. Und nochmal von vorne. Ist jetzt nicht so schlimm, wir haben ja so viel. Ja, meine Wunden sind nur noch nicht richtig verheilt. Ja, ist okay. So, können wir jetzt... Zwölfen sind nicht hier, überrascht mich kaum. Dann kann man, ja, das Beste, was ich... Ja, Kräfte sparen, genau. Ich konnte mich eben halt auch gar nicht vorbereiten. Angststopp kann ich lagern. Nehmen. Wir nehmen erstmal ein... Unterdrückt Hunger. Oh, das macht Ausdauerbank. Oh, cool.
Schützt vor Verwirrung. Verwirrung ist doof. Nehme ich nochmal 3 Äpfel mit. Hirsefbeeren, Sinelbeeren. Und nochmal 2 Top-Elixier. Passt. Jetzt können wir weitergehen. Ja. Jetzt bin ich auch besser vorbereitet. Yeah. Okay. Ah, ich habe irgendwie Schluck auf gerade ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Egal. Ja, Reptane ist ein super, super Pokémon. Ich weiß nicht. Ich feiere es total. Ich habe damals, glaube ich, das erste Durchspielen von Rubin und Saphir. Ne, habe ich nicht mit Reptane gemacht. Gar nicht, stimmt. Hatte ich mit Flamly angefangen. Und damals habe ich ja Pokémon immer nur mit dem Anfangs, also mit dem Starter gespielt. Wirklich, ich habe kein Team gefangen oder so. Ich habe immer nur mein Starter gespielt. Immer nur mit dem Starter. Nichts anderes. Hatte ich halt irgendwie den Vorteil, dass ich übel schnell mein Starter Level 100 hatte. War schon strong. Aber naja. Mittlerweile mache ich ja ein komplettes Team. Oder fange ich mir halt ein komplettes Team. Und es ist ungewohnt, jedes Pokémon gleichzeitig trainieren zu müssen. Aua, das war dumm. Aber egal, Laubklinge und das Ding ist weg. Ein Defense Charl ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich sollte vielleicht auch mal... Machen wir das. Ja. Ja, ich glaube, das zweite Durchspielen hatte ich mit Rotellen gemacht. Wir sind jetzt schon in der Mitte, was? Okay, das ist ein kleiner Dungeon. Ziemlich kleiner Dungeon. Bin schon so weit gekommen, nur ein bisschen weiter. Yo. Nein, ich will nicht speichern. Nein. Es dauert mir einfach viel zu lange auf dem Emulator. Weil immer, wenn es speichert, ist die Geschwindigkeit, glaube ich, auf 20% oder so reduziert, ey. Also auf jeden Fall sehr wenig. Dim. Oh, ich hasse es. Was ist denn das? Ist okay. Bin ich noch verwirrt? Ja, ich bin noch verwirrt. Laubklinge daneben. Okay. Ist okay jetzt. Komm schon. Aua. Okay, jetzt esse ich eine Sinelbeere. Ja. Eieiei. Alter, wie lange bist du denn verwirrt, Reptane? Danke. So und... So. Auch noch vergift, ey. Dieses Spiel verarscht mich gerade. Digga, das ist nicht dein Ernst. Ich will nur eine Sinelbeere essen. Ich hasse Verwirrung. Ich nehme gleich wieder dieses Anti-Verwirrungs-Item da. Ah, ich bin nicht mehr verwirrt, okay. Alter! Junge! Geht mir das gerade auf den Piss. Ich hasse sowas. Oh! Meine Güte. Ist okay, nicht mehr verwirrt, okay. Heilige Kacke. Ich hasse Verwirrung. Es ist das Schlimmste im Mystery Dungeon. Mit Monsterräumen. Also die Statusveränderung, Verwirrung ist das Schlimmste. Es ist so ätzend. Es ist so verdammt ätzend. Schaufler. Weil ist effektiv gegen den Spacki. Toxiquack. Als ob er... Ich hasse es. Und Fallen und Monsterräume sind das Schlimmste in Dungeons. Hier dürfte doch die Treppe sein. Genau. Oh, endlich. Ich habe gerade alle meine Sinelbeeren verballert, ne? Wir haben keine Sinelbeeren mehr. GG. Wir müssen warten, bis der Verfolgung raus hat. Aua. Danke, keine Verfolgung mehr. Ich muss Absorber machen, damit wir jetzt noch ein bisschen... Nein! Damit wir Leben zurückkriegen! Danke! Oh, es hat funktioniert. Hallo, Lunastein, glaube ich, ne? Lunastein, genau.
Orb, Orb und Poke. Eieiei, wir haben... Ah, der Part ist schon bald vorbei. What? Eieiei. Es ging schnell. Hallo, Toxiquack. Schaufler. Putz. Schön. Sehr, sehr schön. Okay, was finden wir hier denn so? Kein Pokémon zum Glück. Und hier ist die Treppe. Nice. Sehr schön. Dim, dim. Machen wir mal einen Ruckzucki. Und eine Laubklinge, komm. Mach genug Damage. Nein, mach halt nicht genug Damage. Okay. Aber das macht genug. Schöne Sache. Hallo. Oh, Tangulus hat ganz schön wenig KP gehabt gerade. Machen wir mal Schaufler. Besser als die Runde jetzt zu wasten oder so. Die wir machen können. Oder machen konnten. Obwohl war ja eigentlich auch... Egal. Egal. Hat ja gerade keinen Unterschied gemacht, als hätten wir gar nichts gemacht. Oh, okay. Karktallichtung. Ich glaube, ich bin fast durch. Aber bis zum Zeitturm ist es noch ein gutes Stück. Nur, keine Zeit verlieren. Retain! Ich wusste, dass du mir folgen würdest. Hallo, Zwerfenst. Möchtest du wirklich kämpfen in deiner Verfassung? Immerhin bist du auch angeschlagen. Reptin. Da ist er. Hier drüben. Okay. Reptin, es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass sich die Situation grundlegend geändert hat. Tobias, ihr seid wirklich im richtigen Augenblick hier angekommen. Seid doch bitte so gut, Reptin auszuschalten. Was soll das? Was soll das bedeuten? Warum? Was denkt ihr euch dabei, mich plötzlich anzugreifen? Keine dummen Fragen. Wer dich zwerfinst? Was? Blickst du es nicht? Diese Biester. Sie sind fast... sie sind nicht mehr nur auf mich aus. Was sagst du da? Warum? Warum ich? Weiß ich auch nicht. Glaub mir, wenn das so weitergeht... Wir sollen beide ausgeschaltet werden. Aber wir machen jetzt... Ah, okay, cool. Kampf gegen die Zubiris, den machen wir noch, dann ist der Part, glaube ich, mal vorbei. Machen wir mal so und Schaufler. Watch. Okay, der ist besiegt. Schattenstoß. Okay, schöne Sache. Die haben auch Schattenstoß drauf, okay. Und Finte. Ich mach mal den hier. Icy. Icy ist eine schöne Attacke. Okay, Schreck zurück. Ja, ich schreck immer noch zurück. Verdammt. Okay, Schattenstoß, der ist besiegt. Schöne Sache. Hoffen wir noch. Ja, gut. Okay, wir sind nicht besiegt. Alles klar. Wir haben es geschafft! Lauf! Okay. Aber warum? Warum greifen die Zubiris mich ebenfalls an? Sie haben dich doch schon im verborgenen Land im Stich gelassen und sind abgehauen, nicht wahr? Warum bist du also überrascht? Trotz alledem, die Zubiris leisten allen Befehlen Folge, die vom Meister Lialga oder mir kommen. Warum sie es nun auf mich abgesehen haben, das kann ich mir einfach nicht erklären. Glaubst du nicht, dass Lialga ihnen den Befehl gegeben haben könnte? Was? Was willst du damit sagen? Nun, nicht möglich. Einfach unmöglich, das kann nicht wahr sein. Als ob Meister Lialga mich derart aufgeben würde. Das kann einfach nicht wahr sein. Ja, schon klar, ich freue mich nur. Du hast es nicht geschafft, Doki in der Vergangenheit zu stoppen. Daher könnte Lialga dich durchaus loswerden wollen. Egal. Geht mich ja gar nicht an. Diese Familienstreitereien sind nicht mein Problem. Du schaffst es schon. Ich muss mich wirklich beeilen. Bis dann. Warte. Warum schließen wir nicht für eine Zeit lang Frieden, Reptain? Würde es dir was ausmachen, wenn ich dich begleite? Wenigstens für eine Weile? Wie bitte? Ohne Scherz. Ich meine es ernst. Dieser Kerl. Was hat er nun schon wieder vor? Gibt er nur vor, gemeinsame Sachen zu wollen? Und will er mich dann hinterrücks angreifen? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich während unseres Abenteuers garantiert nicht angreifen. Reptain, du lässt auf jeden Fall Vorsicht walten.
von dem Augenblick meines Angebots an. Mir ist aufgefallen, dass du äußerst wachsam geworden bist. Bei meiner üblen Verfassung und deiner Wachsamkeit dürfte klar sein, dass ich gegen dich keine Chance hätte. Ja. Noch dazu, was mich wirklich interessiert. Warum haben die Zubiris mich angegriffen? Wenn wir uns vorübergehend zusammentun, können wir die Dungeons viel schneller meistern. Die Pokémon in den Dungeons stehen unter dem Einfluss der Dunkelheit. Ich denke, dir ist aufgefallen, wie sie zunehmend gefährlicher geworden sind. Du dürftest intelligent genug sein, die Vorteile einer Allianz zu erkennen. Ja, ich weiß, wie stark dieser Kerl ist. Es hätte durchaus Vorteile, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe zwar keine Ahnung, was Zwiffins wirklich vorhat, aber sich vorher mit ihm zusammen zu verbinden, ist durchaus sinnvoll. Verstanden. Lass uns aufbrechen. Aber versuch bloß keine krummen Dinger. Denn wenn du es machst, werde ich dich auf der Stelle fertig machen. Wie du meinst. Los geht's. Yo! Ein Team mit Zwiffins. Das ist so cool irgendwie. Das ist so cool. Ja, wenn wir dieses Ödland durchquert haben, sollten wir bereits nah am Titan sein. Lass uns schon aufbrechen. Sei ruhig und entspann dich. Wir sollten gut vorbereitet weiterziehen. Wenn du dich zu sehr sputest, wirst du mit Sicherheit scheitern. Zügle deine Ungeduld. Ha, ja, du musst mir nichts erklären, Zwerfenst. Ja, alles klar. Okay, dann lagern wir noch schnell unsere Items. Ein paar. Und dann geht's weiter mit Zwirbels an unserer Seite und wir nehmen auf jeden Fall noch Masinelbeere mit. Definitiv. Lager nehmen. Sinelbeeren. Nehmen und dann ist der Part vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.